Was wir kritisieren an nicht nur diesen Publikationen, ist einfach das komplette Fehlen jeglicher dokumentierter und durchgeführter Negativkontrolle mit anderen Patientenproben oder mit. Das braucht man dabei nicht. Die Techniken sind rock solid. Ich könnte sogar damit leben, dass sie gar keine Kontrolle gemacht haben, denn es ging hier darum, ein neues Virus zu identifizieren. Ja? Da brauche ich nicht unbedingt eine Wasserkontrolle. Wenn ich davon ausgehe, dass die Methode valide ist, Die dann ja. Dosiermethode ist valide. Das können Sie Ja. mir glauben. Dieses biochemische Charakterisieren, da haben wir ja auch viel Schriftverkehr mit den entsprechenden Virologen geführt und haben da angefragt, ob die denn einen isolierten Virus vorliegen haben. Und wie viele Wissenschaftler wurden angeschrieben? Auch, ich glaube, mittlerweile Ja, über über 200. 200 Und die haben Institutionen. alle gesagt, dass sie kein Virus, dass ihnen kein Papier bekannt ist, wo der Virus tatsächlich isoliert wurde und biochemisch charakterisiert wurde. Das heißt, wir sehen, es basiert alles auf Grundlage einer Computerberechnung, wo man keine notwendigen Kontrollen durchgeführt Ja, das ist nicht so. Also ich glaube nicht, dass die Kontrollen dort missachtet wurden, sondern das hat schon so seine Richtigkeit, ne, was die Kollegen da gemacht hätten. Das hätte ich auch nicht anders gemacht. Wer zuerst das Genom draußen hat von dem einen Organismus, ob das ein Virus, ein Phage oder ein Bakterium oder was auch immer ist, der hat gewonnen. Den müssen alle anderen zitieren. Das ist das Spiel. Da sehen Sie darin vielleicht ein Problem, was wir haben Nein, könnten? Gar nicht. nein. Okay. Es spornt halt an, dass man Ja. dann schon versucht, der Erste im Feld zu sein. Aber Science ist halt auch, hat das was mit Erfolg zu tun und so weiter und so fort. Und die DFG-Richtlinien, die Sie dort vorgelegt haben, die werden die Kollegen hier in diesem Artikel sicherlich alle erfüllt haben. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Dann möchte ich gerne zum Coleman-Drosten oder Drosten-Paper kommen. Das ist ja, da wurde ja Ja, das das kennen Sie bestimmt. PCR-Testprotokoll entwickelt. Können Sie sich erinnern, oder Sie schreiben im ASM-Journal, da haben wir heute mal reingeschaut, da, wo Sie ja Mitherausgeber sind, da dauert ein Peer-Review-Verfahren durchschnittlich 35 Tage. Da hat es ganz genau 2 Tage gebraucht, bis das peer-reviewed wurde. Wurde kurz darauf auch von der WHO freigegeben. Und das halt monatelang, bevor irgendwelche Pandemien von der WHO ausgerufen worden sind. Ich glaube, in Deutschland war Lockdown ist ausgerufen worden am 23. März, Ende März. Das heißt, wir haben ja Anfang des Jahres, knapp 3 Monate vorher, wo innerhalb von weniger als 2 Tagen ein Testprotokoll entwickelt wird, oder beziehungsweise eingereicht wird und peer-reviewed wird. Wie ist das möglich, dass das so schnell peer-reviewed wird? Und zu der Zeit gab es ja noch nicht diesen Druck quasi, Genau. ne? Da gab es noch keinen Druck von, Ja. da ist jetzt eine große Corona-Pandemie, wir müssen einen Test entwickeln. Ja, aber Wie können Sie sich das erklären? das ist jetzt auch nichts Besonderes. Ist nichts, Sie schreiben 35 Tage Ja, durchschnittlich. ist der Durchschnitt. Aber Das heißt 2 Tage? aber, zwei Wo? Tage ist dann sicherlich schon sehr kurz, aber das würde ich jetzt nicht negativ sehen. Das zeigt einfach, dass es auch ein wichtiges Feld war, dass der Editor, der das zu begutachten, der steht ja hier sicherlich auch irgendwo, ja, wer der Chief Editor war, oder die haben ein Editorial Team, die werden das schon. Ja, in dem Fall ist der Christian Drosten gleichzeitig Autor und aber auch Gutachter und das ist Die natürlich. werden sich das nicht leisten können, da irgendeinen komischen Schmu zu machen. Das wird sicherlich schon korrekt sein. Also die Kollegen um Herrn Drosten, die haben das schon richtig gemacht. Wenn ich heute so etwas nochmal machen würde oder so, würde ich das genauso machen. Und an diesen Publikationen ist per se überhaupt nichts auszusetzen. Die sind handwerklich sehr gut gemacht und haben uns ja auch ein Riesenstück weitergebracht. Ja? Ohne dieses Paper. Sehr früh, das ist das Nature Paper, hätten wir nicht sehr früh einen Impfstoff gehabt. Ja? Und das Gleiche hier, wir können da froh sein, dass wir diese schnellen PCR-Tests dann auch hatten. Wenn wir weder bei der Genomsequenzierung noch bei dem PCR-Testprotokoll, wenn wir dann irgendwo Negativkontrollen haben. Wir sehen ja, es gibt immer wieder Ansteckungsexperimente. Uns sind keine bekannt, die erfolgreich waren, wo man gesehen hat, man kann die Leute anstecken. Sind Ihnen welche bekannt, erfolgreiche Ansteckungsexperimente mit pathogenen Viren?
Das sind Experimente, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind das Experimente, die nicht erlaubt sind. Ja? Mhm. Haben wir doch jetzt gerade auch in London beim Imperial College gesehen, das Human Trial Experiment, wo man Leute explizit infiziert hat mit dem SARS-Urtyp oder Wildtyp, ging ja, doch groß aber, durch die Medien. Ja, das ist aber irgendwas, was ich, das finde ich schwierig. Mhm. Also, man hat es ja auch bei der spanischen Grippe gemacht. Ja, das sind aber auch, das spanische Grippe war vor über 100 Jahren, da hatten wir ganz andere Regeln, ja, mhm. und, Also Sie sprechen jetzt den ethischen Aspekt an, dass es quasi aus ethischen Gründen sozusagen schwierig ist, ja, Ansteckungsversuche zu das machen, unabhängig, ob sich jetzt Leute dafür melden, freiwillig oder nicht. Das ist nicht nur schwierig, das ist ein No-Go. Okay. Unabhängig davon, ob das jetzt gemacht werden soll oder nicht, in der Vergangenheit haben diese Experimente stattgefunden und sie waren tatsächlich noch nie erfolgreich. Also das prominenteste Beispiel ist jetzt aus der Zeit der spanischen Grippe. Da hat die Johns Hopkins Universität hat damals mit der University of Michigan im Rockefeller Institute of Medical Research, der US Navy und dem United States Public Health Service hat damals große Ansteckungsexperimente vollzogen und kein einziges Mal ist es gelungen, sozusagen die Symptome im Experiment zu übertragen. Da ist halt die Frage, kennen Sie diese alten... Kenn ich nicht, aber ich würde die einfach ad acta legen. War die sogenannte Human Challenge. Human Challenge, genau. Da, das ging dann groß durch die Medien, da stand dann vor allem dieser ethische Aspekt im Vordergrund, aber es gab halt einfach Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, gesagt haben, wir machen da mit, wir wollen da der Wissenschaft einen Dienst tun, um einfach zu schauen, wie ansteckend das tatsächlich ist. Und das Spannende ist, ich habe mir alle Fachmagazine angeschaut, die darüber geschrieben haben. Kein einziges aufgefallen, dass die keine Kontrollgruppe hatten. Ja, kann ich nichts zu sagen. Ich habe mir das nicht näher angeschaut. Und da ist halt, ich halte das auch für sehr schwierig eigentlich. Halten Sie das für, sage ich mal, jetzt rein mit der wissenschaftlichen Brille betrachtet, ist sowas wichtig für uns, dass wir zeigen können, aha, wir haben tatsächlich diese Übertragung von Symptom A und Mensch A nach B und wir haben sozusagen den Pathway bewiesen, wir haben bewiesen, dass es tatsächlich diese pathogene Übertragung gibt. Das ist eine Mikrobiologie, die wir um die 1900 hatten. Versuche an Menschen, das ist ethisch nicht in keinster Weise zu rechtfertigen und von daher ist das mehr als schwierig. Ja. Ne? Und Punkt. So, ich muss laut sagen, auch im Interview, Sie gehen mit einer negativen Grundeinstellung an die Sache ran. Sie vermuten überall irgendwelche komischen Fallstricke. Ja? Das ist nicht so. Ja? Aber ich meine, wir gehen doch einfach nur streng wissenschaftlich vor. Nein, die DFG sagt, wir müssen Negativkontrollen haben und es gibt keine. Wir schreiben alle an, alle sagen, wir kennen keinen. Das ist aber... Wo ist der... Sie brauchen bei dieser Art... Hier wurden alle Kontrollen gemacht. Ja? Aber Ihre Kollegen sagen, die sind gerade notwendig. Die schreiben... Du hast ja auch aus Melbourne und so, die sagen alle, ja, wir... Also die sagen nicht nur, dass sie es nicht gemacht haben, oftmals schreiben sie uns auch, zum Beispiel der Head of, den können wir hier rausholen, der Oliver Schwarz, der ist Head of Virus and Immunity Unit vom Institut Pasteur, der hat geschrieben, dass diese Kontrolle eben nicht durchgeführt wurde, also dieses Experiment, was wir gerade besprochen hatten. Und andere Virologen schreiben uns, dass diese Kontrollen durchaus richtig und gut sind, dass sie das eigentlich machen würden. Einer hat sogar geschrieben, dass er nach Publikation, also das ist jetzt das Beispiel aus Nizza, Universitätsklinikum Nizza, er hat geschrieben, dass er es nach Publikation gemacht hat, das Experiment, und dass er tatsächlich dann auch negative Proben im Genome-Sequencing-Prozess als positiv deklariert hat. Also an diesem Sequenzpaper ist nichts auszusetzen, genauso ist hier nichts auszusetzen. Ja. Aus der rein handwerklichen Seite. Also diese negative Grundeinstellung, die wir quasi in diesem Bereich mitbringen, entsteht dadurch, dass wir mehrere unabhängige Labore sozusagen beauftragt haben, München, in Schweiz und auch in China, diese Kontrollexperimente durchzuführen. Es ist eben in der Tat möglich, aus der Probe
SARS-CoV-2 per Alignment zu errechnen, die sozusagen vorher negativ war im PCR-Test. Oder ich brauche gar keine Patientenprobe dazugeben. Ich kann eine reine Vero-E6-Zellkultur nehmen und daraus auch virale Genome errechnen. Das hört sich für mich extrem obskur an. Sorry, okay. Ja, das ist für mich... Also das halten Sie für ausgeschlossen? Das halte ich für Charlatanerie. Ja. Ich weiß ja nicht, was Sie da für Labors befragt haben. Ne? Hm. Man muss da immer vorsichtig sein. Ja, halten Sie es für möglich, dass die Symptome, die wir dann als SARS-CoV-2 oder als Masern oder andere Krankheiten sozusagen definieren, halten Sie es für möglich, dass diese Symptome auch andere Ursachen, kausale Ursachen haben könnten als pathogene Krankheitserreger? Nein. Das, was an Symptomen dargestellt wurde, das war ja mannigfaltig, ja? Ja. Das war schon eindeutig SARS-CoV-2 zuzuordnen. Da gibt's keine Diskussion. Ne? Also bevor wir jetzt hier in dieses Querfeld oder in dieses, ne, Verneinungsgebiet reinrutschen. Naja, die Symptome bei SARS-CoV-2 waren ja sehr ähnlich oder eigentlich identisch zu auch Grippe-Symptomen. Ja, bis hin wirklich sehr starke Grippeinfektionen. Ja. Aber das korrelierte sehr sauber mit dem Anstieg des viralen Titers und entsprechend muss man da, glaube ich, auch nicht diskutieren. Wenn Sie da in die Richtung gehen wollen und Unterstützung brauchen, dann müssen Sie den Herrn Bakhti in Kiel anfunken und seine Frau. Die sind wahrscheinlich von der anderen Seite kommen, die sehen das. Ja. Die werden Ihnen die Argumente liefern, die ich Ihnen jetzt verwehrt habe.